Wussten Sie, dass vor dem Winter Millionen von Vögeln und Insekten in den extremsten Breitengraden nicht in Richtung des Äquators, sondern in Richtung der Pole fliegen? Und dass diese Tiere, wenn sie Peilsender erhalten, ihr Peilsignal verlieren? Wussten Sie, dass die Stechmücken auf der nördlichsten Festlandsinsel Grönland so groß und aggressiv sind, dass sie ein Karibu-Kalb erlegen können? Und wussten Sie, dass Forscher am Südpol berichtet haben, dass ab einem bestimmten Breitengrad die Minustemperaturen plötzlich dramatisch ansteigen für grüne, eislose Landflächen und Seen? Diese seltsamen Beweise für wärmere Regionen weisen alle darauf hin, dass der Nord- und Südpol Geheimnisse bergen könnten, die über die Vorstellung des Weihnachtsmanns hinausgehen. Tatsächlich stützen sie eine Theorie über die Erde, an die einige der berühmtesten Geologen und Astronomen geglaubt haben, dass die Erde ein kugelförmiger, geräumiger Planetenkörper ist, in dessen Inneren sich riesige, kontinentgroße Höhlen befinden und große, kilometerlange Eingänge am Nord- und Südpol. Sie sagen, dass die innere Erde Wasser, Ozeane und Leuchtkraft hat und dass sie nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch intelligentes Leben beherbergt. Wenn dies wie Ketzerei klingt, legen Sie das beiseite, was Sie zu wissen glauben, und wir zeigen Ihnen Beweise, Wissenschaftler, Legenden und Zeugnisse, die hinter der Theorie der hohlen Erde stehen, sodass Sie sehen können, warum dies vielleicht die bahnbrechendste Information ist, und zwar die Tatsache, dass sich kilometerweit unter Ihren Füßen ideale Bedingungen für eine lebenserhaltende und bewohnbare innere Erde befinden, die dem allgemeinen Wissen verborgen bleibt. Wem wurde nicht beigebracht, dass die Schwerkraft einen Apfel zum Fallen bringt? Wir glauben das seit ungefähr 300 oder 400 Jahren, seit Isaac Newton die Schwerkraft und ihre Beziehung zur Masse definiert hat. Nun, im Jahr 2017 kollidierten zwei Neutronensterne und bewiesen tatsächlich, dass es keine Kraft ist. Es ist tatsächlich eine Verzerrung der Raumzeit. Laut Einstein fällt ein Apfel von einem Baum, weil der Apfel auf eine Krümmung der Raumzeit reagiert, die durch die Masse des Planeten verursacht wird. Es gibt keine Anziehungskraft namens Schwerkraft. Fairerweise kann man sagen, dass das ein massiver Paradigmenwechsel ist. Wenn wir uns also in Bezug auf die Schwerkraft geirrt haben, könnten wir uns dann in Bezug auf andere Theorien irren? Insbesondere diejenigen, die Schwerkraft beinhalten? Wie messen wir die Masse der Erde? Heute misst das Cavendish-Experiment die Masse eines Objekts anhand seiner Anziehungskraft auf ein anderes. Aber schon vor der Neudefinition der Schwerkraft hatte diese Theorie Mängel. Die Gravitationsbedingungen in einem wissenschaftlichen Labor entsprechen nicht den Bedingungen im Weltraum. Die Theorie geht davon aus, dass jedes Teilchen eine feste Kraft auf alle anderen ausübt, was die sehr reale Möglichkeit ausschließt, dass Teilchen in der Nähe der Oberfläche eines Planeten eine größere Kraft ausüben könnten als die tief im Inneren des Planeten. Wenn also die Schwerkraft keine gültige Theorie mehr ist und zur Bestimmung der Masse verwendet wird und die Masse der Erde zu hoch angesetzt ist, dann folgt daraus, dass die Massen aller anderen Planeten im Sonnensystem ebenfalls zu hoch angesetzt sind. Wenn die Erde höhlenartig oder hohl ist, dann ist das auch jeder andere Planet im Sonnensystem. Einige der größten wissenschaftlichen Köpfe haben die Theorie einer dichten Erde in Frage gestellt. Etwa zur gleichen Zeit wie Newton sagte der Geophysiker, Mathematiker und Astronom Edmund Halley, der die Umlaufbahn seines Kometen vorhersagte, dass die magnetischen Anomalien der Erde nur das Ergebnis einer anderen Zusammensetzung seien. Er glaubte, dass sich unter der Erdkruste zwei dicke, konzentrische Schalen befanden und dass jede Region möglicherweise ihre eigene Atmosphäre und Leuchtkraft hat und möglicherweise sogar bewohnt ist. Wenn diese Idee verrückt klingt, schauen Sie sich dieses NASA-Video an, das den Nordpol des Saturn zeigt, mit den genauen gegenläufigen Feldern, die Halley beschrieben hat. Und in diesem seltenen NASA-Video vom Jupiterpol können Sie bis zu 15 dieser gegenläufig rotierenden Zylinder zählen. Halley spekulierte auch, dass die Pole Zugang zur Erde haben würden
und dass die Aurora Borealis das Ergebnis von Licht war, das von dieser Gegenrotation ausgeht, genau wie es in den Videos anderer Planeten der Fall ist. Sehen Sie sich dieses NASA-Video genau an und Sie werden sehen, dass die Australis Borealis eindeutig von einem dunklen Punkt auf dem Planeten auszugehen scheint. Wenn Sie eine Karte über den Planeten legen, befindet sie sich genau an der Spitze des Südpols. 100 Jahre später schlug der Schweizer Mathematiker und Physiker Leonhard Euler, der immer noch als einer der größten Mathematiker aller Zeiten gilt, vor, dass die Erde vollständig hohl sei, mit einer zentralen Sonne in der Mitte. Ähnlich wie Halley nahelegte, und er stimmte Halley zu, dass Löcher am Nord- und Südpol den Zugang dazu ermöglichen würden. Deutschlands einflussreichster Mathematiker Johann Carl Friedrich Gauss erklärte Anfang des 19. Jahrhunderts, die gesamte Geschichte, Physik und Geographie unserer Erde könnte dadurch erklärt werden, dass die Erde ein hohler Planet ist, mit Eingängen an den Polen. Satellitenbilder der Pole werden diese Verrücktheit natürlich widerlegen, oder? Nun, es gibt ein Problem. Bilder und Videos der NASA von Polen sind selten. Sie sind schwer zu finden. Aber wenn sie aufgedeckt werden, haben sie oft eine Wolkendecke, eine Eisdecke oder fragwürdige Anomalien, als wenn sie unkenntlich gemacht wurden. Noch seltsamer ist, dass keine Flugzeuge oder Satelliten in eine bestimmte Entfernung von den Polen kommen dürfen. Nun, im November 1968 wurde ein Satellitenfoto des Nordpols veröffentlicht. Es zeigte eine große Polöffnung ohne Wolkendecke. Also es ist möglich, dass ein Trick der zeitbasierten Fotografie diese Illusion erzeugt hat. Aber Satellitenbilder, die seitdem schwerwiegende Anomalien zeigen, werfen Fragen auf. Besonders das von der russischen Raumstation Mir aus dem Jahr 1987, das Licht zeigt, das auf sehr mysteriöse Weise ausstrahlt. Und dann gibt es noch andere NASA-Bilder der Planeten Venus, Jupiter, der verschiedenen Monde, die alle seltsame Eigenschaften oder ausgelöschte Pole zeigen. Wie ist es möglich, dass es auf dem Saturn perfekte sechseckige Winkel gibt? Warum werden bei diesen Bildern aus dem Weltraum die Pole konsequent verdeckt, wie bei diesem fleckigen Bild von Jupiter, wo sie tatsächlich Licht sehen können, das von der Mitte ausgeht? Hatte Edgar Allan Poe recht, als er sagte, manchmal ist das beste Versteck das, das man in Sichtweite hat. Eine weitere Anomalie bei der Messung der Erdmasse tritt auf, wenn wir Erdbeben untersuchen. Seit den frühen 1900er Jahren haben Seismographenmessungen bewiesen, dass die Erde eine gewisse Dichte hat, aber nicht ohne noch mehr Fragen aufzuwerfen. Sehen Sie, wenn ein Erdbeben auftritt, sind seismische Wellen messbar, wenn sie sich ausbreiten. Aber dann verschwinden die Signale vollständig, um später wieder aufzutauchen. Es wird angenommen, dass diese Schattenzonen das Ergebnis der Wellen sind, die auf einen geschmolzenen Kern treffen, und es gibt komplizierte mathematische Theorien, warum. Aber selbst dann gibt es viele Ungereimtheiten bei den Messwerten der Seismographen. Es ist keine saubere Wissenschaft. Könnte es also sein, dass unter allen Umständen die einfachste Lösung einfach die richtige ist? Ist es möglich, dass die Wellen innerhalb einer gürtelähnlichen Zone widerhallen, aber in sehr großen Höhlen oder unterirdischen Meeren verschwinden, kilometerweit unter dem äußeren Kamm der Erde? Wäre das eine zu einfache Erklärung? Wenn die Möglichkeit innerer Ozeane seltsam klingt, beachten Sie, das erste der tiefsten Löcher, das jemals in die Erde gebohrt wurde, befand sich ab 1970 in Russland. Es hieß Kola, supertiefes Bohrloch, und es fertigzustellen dauerte 20 Jahre. Wie es oft der Fall ist, wenn Menschen sich ins Unbekannte wagen, hinterließ Kola ein paar wissenschaftliche Theorien in Trümmern. Man entdeckte beispiellose Hitze, Fossilien in rund 13 Kilometer Tiefe und das überraschende Ergebnis: Wasser in viel tieferen Tiefen als bisher angenommen. Dann, im Jahr 2014, entdeckte ein Team von 20 US-Geophysikern, die seismische Messungen verwendeten, große Wassermengen, die rund 650 Kilometer in der Erde waren. Sie kamen zu dem Schluss,
dass die Mantelübergangszone, eine Gesteinsschicht zwischen 400 und 700 Kilometer unter der Erdoberfläche, dreimal so viel Wasser wie die Weltmeere enthalten könnte. Einer der Wissenschaftler des Teams sagte, dies ist ein direkter Beweis, der die Hypothese stützt, dass die tiefe Erde viel Wasser enthält. Die moderne Wissenschaft kann die physikalische Struktur des Erdinneren nicht als Tatsache bestätigen und es gibt viele Fragen zu der bestehenden Theorie. Ein sich bildender Planet hat zum Beispiel in seinem Zentrum keine Schwerkraft. Daher sammelt sich seine Masse dort, wo sich Gravitations- und Zentrifugalkräfte die Waage halten. Es entsteht eine Kugel mit Öffnungen an der Ober- und Unterseite, wie ein Wirbelsturm von Materie im Raum und nicht wie ein fester Körper. Dieser energetische Fluss, der Torus, ist ein selbstorganisierendes System in der Natur, in dem sich Energie ausdehnt und zu sich selbst zurückkehrt. Wir sehen es jeden Tag. In einer Orange, einem Strudel, einem Tornado. Es ist im Atom der Galaxie. Keines davon ist ein dichtes System. Betrachten wir also eine andere Möglichkeit. Der Planet ist über Jahrmillionen einer Kombination von Kräften erlegen, die für seine Formung verantwortlich sind. Erwärmung, Abkühlung, Konvektion, Einschnitte durch Lava, fließendes Wasser und Gletscher, aber auch Zentrifugalkräfte, die Innenräume schaffen eine Masse, die sich um eine Achse dreht. Diese Naturkräfte könnten einen Planeten eher zu einer Bienenwabe oder einen Schweizer Käse als zu einem festen Felsen machen. Aktuelle Modelle des Erdinneren sind also keine Tatsachen, sie sind Theorien. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit die Fakten an, die Sie kennen. Jeder Kontinent hat ausgedehnte Höhlennetzwerke, wie die Son Doong-Höhle in Vietnam, mit ihren Dschungeln, Flüssen und Platz für einen 40-stöckigen Wolkenkratzer. Und da ist die Mammoth Cave in Kentucky, USA, die sogar noch länger ist als die rund 650 Kilometer, die bisher erforscht wurden. Wer sagt, dass diese spektakulären, natürlich vorkommenden Räume nicht in tieferen Tiefen zu finden sind? Nach den Gesetzen der Physik sind leere Räume von Natur aus unnatürlich. Höhlen haben also ihre eigenen Ökosysteme und Gewässer, Pflanzen und Tiere. Wenn sie sich tief in die Erde erstrecken, werden sie immer noch mit Leben gefüllt. Selbst die unwirtlichsten Tiefen des Ozeans haben Lebensformen und Kreaturen, die sich an die Dunkelheit angepasst haben, indem sie ihre eigene Leuchtkraft geschaffen haben. Wie Aristoteles sagte, die Natur verabscheut ein Vakuum. Wo immer es eine Lücke gibt, versucht das Universum, sie zu füllen. Wenn also riesige Höhlen wie die, die wir bereits kennen, weiterhin tief in die Erde reichen, was könnte sich dann im Weltraum kilometerweit unter unseren Füßen befinden? Da es uns verboten ist, über die Pole zu fliegen oder sie zu sehen, und es uns verboten ist, Höhlen ohne Genehmigung oder zugewiesener Reiseführer zu erkunden, wie können wir wissen, was im Inneren der Erde existiert? Interessanterweise wurden viele der Berichte über dieses seltsame, einzigartige Gebiet von sehr respektierten, glaubwürdigen Menschen erzählt. Aber schauen wir uns zuerst die Geschichte an. Fast jede alte Kultur teilt Legenden über Interaktionen mit unterirdischen Wesen. Einige davon gelten eindeutig als Fegefeuer für Sünder, Versuche, Menschen von Fehlverhalten abzuleiten. Aber auch andere Legenden, die über Agartha mit seinen Städten Shambhala und Potala, haben verblüffende Ähnlichkeiten, egal von welchem Kontinent sie stammen. In allen Legenden erzählen diese Zivilisationen von zwei Wesen, sehr großen Riesen oder sehr fortgeschrittenen Reptilienrassen. Das Wort Agartha ist buddhistischen Ursprungs. Wahre Buddhisten glauben fest an dieses unterirdische Reich, von dem sie sagen, dass es Millionen von Einwohnern und viele Städte hat, einschließlich der Hauptstadt Shambhala, wo ein oberster Herrscher residiert. Sie glauben, dass der Dalai Lama sein irdischer Vertreter ist und seine Botschaften an die Lamas in Tibet übermitteln wird. Sie glauben, dass sie seit Tausenden von Jahren dort sind und die Menschheit seither vor irdischen Katastrophen beschützt haben. Der russische Künstler, Philosoph und Entdecker Nicolas Röhrig veröffentlichte, dass ein tibetischer Lama offenbarte, dass die Hauptstadt Tibets
durch einen Tunnel mit Shambhala, dem Herzen des unterirdischen Reiches von Agartha, verbunden war und dass der Eingang dieses Tunnels von einigen Lamas bewacht wurde, die verpflichtet wurden, ihren tatsächlichen Aufenthaltsort vor Außenstehenden geheim zu halten. Diejenigen, die zu diesem unterirdischen Gang geführt werden, reisen tief in die Erde durch Gebiete, in denen es so eng wird, dass es schwierig sein kann, sie zu passieren. Laut den Tibetern ist Shambhala ein physischer Ort, der jedoch aufgrund seiner Lage innerhalb dieses ganzheitlichen, sich entwickelnden Planeten auch eine ätherische Natur hat. Angesichts unseres Verständnisses, wie Materie in Raum und Zeit durch Masse bearbeitet werden kann, könnte dies sinnvoll sein. Ein gnostischer Gelehrter erklärt, dass die Unterwelt eine Ebene zwischen dem Geist und unserer Realität ist. Ein Bereich, in dem die Äther des Geistes zur Natur werden und die Natur zum Geist zurückkehrt, wodurch es sowohl ein physisches als auch ein Erscheinungsreich wird. In dem alten Epos, dem Mahabharata, sprachen die Hindus auch von Aryavarta, der Wohnstätte der Erhabenen, die angeblich von einer überirdischen Gattung, den Nagas, regiert wurde. Eine halbmenschliche, halbreptilische Spezies, die mit Juwelen besetzten Hauben dargestellt wird, die ihr Reich erhellen. Es wird gesagt, dass die Nagas über eine hochmoderne Technologie verfügten und eine unberechenbare und manchmal gnadenlose Natur hatten, die dafür bekannt war, Menschen zu entführen und zu foltern, während sie zu anderen Zeiten positive Ereignisse auf der Erde beeinflussten. Es wird auch gesagt, dass sie Potala bewohnt haben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Name des Palastes, in dem die Lamas die Tunneleingänge bewachen, Potala-Palast ist. Es wirft auch Fragen über die Motivation auf, die die chinesische Regierung hatte, als sie in den 1950er Jahren die friedlichen Führer Tibets in einem Putsch gewaltsam stürzte, der bis zu 1 Million Tibeter das Leben gekostet haben könnte. Ein weiteres indisches Epos, das Ramayana, erzählt die Geschichte des großen Avatars Rama, eines blauhäutigen Abgesandten von Agartha, der mit einem Luftfahrzeug ankam. Diese Luftfahrzeuge wurden Vimanas genannt, was Auto oder ein Streitwagen der Götter bedeutet und seine Insassen durch die Luft trägt. Seltsamerweise sind fliegende Luftschiffe ein fester Bestandteil aller Geschichten über das Innere der Erde geblieben, in jeder von ihnen. In Afrika wurde angenommen, dass ein ähnlicher Tunnel die geheimen Kammern am Fuß der Pyramide von Gizeh mit der unterirdischen Welt verband, durch die die Pharaonen Kontakt mit den Göttern der Unterwelt herstellten. Altägyptische Gottheiten wie Ra, Tod, Anubis hatten Eigenschaften, die Menschen unähnlich waren. Einzigartige Größe, Hautfarbe, Augen, oft vogelartige oder vogelähnliche Köpfe. Ein weiteres Rätsel ereignete sich im Jahr 985 nach Christus, als der Wikingerforscher Erik der Rote Grönland entdeckte. Um 1410 lebten zwischen 10.000 und 100.000 Wikingerkolonisten an den Küsten Grönlands. Dies war jedoch das letzte Datum, an dem jemals wieder einer der Wikingersiedler Grönlands gesehen wurde. Alle ihre Dörfer wurden verlassen aufgefunden und ihr Verschwinden ist zu einem der größten ungelösten Rätsel unserer jüngsten Geschichte geworden. Es sei denn, sie fragen die Ureinwohner Grönlands, die Inuit. Laut ihnen strömten die weißen Männer plötzlich nach Norden in ein Wunderland, das die Einheimischen schon lange kannten. Sie nennen es das Land des endlosen Sommers, reich an Vegetation und Wild. Ihrer Legende nach wurden diese Kolonisten in ein Land der ewigen Glückseligkeit im schützenden Schoß der Erde gelockt. Im 12. Jahrhundert tauchte in Suffolk, England, eine ungewöhnliche Geschichte von Unterweltwesen auf, die bis heute Teil der Stadtgeschichte ist. Die Kinder von Woolpit, Schnitter in der Gegend, entdeckten eines Tages zwei kleine Kinder mit blassgrüner Haut, die eine unbekannte Sprache sprachen und, obwohl sie hungerten, nur rohe Bohnen aßen. Der Junge starb bald. Aber nach vielen Jahren und Akklimatisierung erklärte das überlebende Mädchen schließlich, dass sie und ihr Bruder aus einem unterirdischen Land gekommen waren, wo die Sonne nie schien und wo das Licht eher wie Dämmerung war,
Und sie sagte, dass sie sich verlaufen hätten, als sie ihrem Vieh in eine Höhle folgten und dann schließlich in einer hellen Landschaft auftauchten. In dem Buch The Smoky God aus dem Jahr 1908 erzählt Willis George Emerson die Geschichte von Olaf Janssens unglaublicher Reise nach Agartha und den 2 Jahren, die er dort mit seinem Vater verbrachte. Janssen und sein Vater waren mit ihrem kleinen Fischerboot unterwegs, um das Land jenseits des Nordwinds zu finden, als ein Sturm sie durch eine Polöffnung ins Innere der Erde trug. Dort trafen sie auf Menschen, die er die ältere Rasse nannte, freundliche, intelligente, schlaksige 3,5 Meter große Riesen. Er sagte später, dass sie in diesem einzigartigen elektrischen Energiefeld, das immer im Inneren der Erde vorhanden war, groß werden konnten und dass diese Riesen bis zu 800 Jahre alt werden konnten. Janssen beschrieb die innere Welt als einen warmen Ort, wo es einmal am Tag regnete und mit hochgeladener elektrischer Luft gefüllt. Die Atmosphäre hat eine Dichte, sagte er, und er glaubt, dass dies zu der immensen Vegetation geführt hat. Der Titel des Buches Smoky God, der rauchige Gott, bezieht sich auf die glühende und rauchige Sonne der inneren Welt. Am interessantesten war seine Erklärung dieser schnellen, geräuschlosen Flugobjekte, auf denen er ritt. Er sagte, sie hätten rotierende, fächerartige Räder, die den atmosphärischen Druck oder das, was er Gravitation nannte, zerstörten und diese Kraft verhinderte, dass sie auf die eine oder andere Seite fielen. Nachdem sie 2 Jahre mit diesen Wesen in Agartha verbracht hatten, versuchten Olaf und sein Vater, zur Öffnung zurückzukehren. Auf der Heimreise kam sein Vater jedoch ums Leben, als ein Eisberg ihr Boot zerstörte. Janssen wurde später von einigen Fischern gerettet, aber als er seine unglaubliche Geschichte erzählte, steckten sie ihn in ein Irrenhaus für Geisteskranke, wo er leider 28 Jahre lang blieb. Erst als er 90 Jahre alt war, erzählte er Emerson die Geschichte seiner Lebensreise und gab ihm Karten des Inneren der Erde zusammen mit dem Manuskript seiner Erfahrungen. Etwa zur gleichen Zeit, im Jahr 1895, unternahm der Nobelpreisträger und norwegische Entdecker Dr. Fridtjof Nansen eine Expedition, um den Nordpol zu erreichen. Nansen verlor völlig die Orientierung und gab zu, dass er das mysteriöse Land, das er gefunden hatte, nicht identifizieren konnte und dass Länder, die auf der Karte eines der bekanntesten Entdecker markiert waren, einfach nicht existierten. Ihm passierten viele ungewöhnliche Dinge. Er stellte fest, dass nach bitterer Kälte plötzlich die Temperatur zu steigen begann und sogar unerträglich heiß wurde. Wo Nansen genau war, wurde nie klar. Tief im Amazonasdschungel blieb die alte indigene Gruppe der Makushi bis vor kurzem von den Hochkulturen isoliert. Die Makushi sollen die Wächter eines Eingangs zur inneren Erde sein und sie beschreiben die Reise und die Wesen in lebhaften Details. Sie sagen, dass sie 15 Tage lang Höhlen durchqueren müssen, bis Kugeln aus hellem Licht und leuchtende Scheiben im Inneren der Erde erscheinen. Dort lebt eine Zivilisation, bestehend aus 3,5 bis 4,5 Meter großen Wesen in einem üppigen Ökosystem aus Vegetation. Diese einfache Kultur beschreibt auch, wie sie in der Tiefe auf geschmolzenes Gestein stoßen. Wie könnten sie ohne jegliche moderne Bildung solche Details kennen, wenn an ihrer Geschichte nicht etwas Wahres dran ist? Nach dem Ersten Weltkrieg gründete eine deutsche Okkultistengruppe die Thule-Gesellschaft, um paranormale Wissenschaften zu betreiben. Sie verbreiteten die tibetischen Legenden über Öffnungen in der Erde und wurden besessen davon, diese Eingänge zu finden, wobei deutsche Abgesandte sogar Tibet besuchten. Diese Gruppe unterstützte die späteren Nazis. Als das Dritte Reich an militärischer Überlegenheit und geografischer Dominanz zunahm, befahl Hitler einem Forscherteam, eine Öffnung für die innere Erde in der Antarktis zu finden. Später behauptete ein deutsches U-Boot, kommandiert von Heinrich Brodern, dass sie das Innere der Erde erreicht hätten und erklärte sogar, dass sie nicht zurückkommen wollten. Er fügte hinzu, die Erde ist tatsächlich hohl. Ein Diagramm von Agartha wurde dann 1935 von einem deutschen Wissenschaftler in Übereinstimmung mit dem U-Boot-Navigator gezeichnet.
Diese Geschichten werden durch Karten untermauert, die 1966 von dem berühmten Kartografen Heinrich Behrann für die National Geographic Society angefertigt wurden. Auf dieser Karte ist die Antarktis ohne ihre dicke Eisschicht zu sehen. Aber das interessanteste Detail auf der Karte sind die Unterwasserdurchgänge, die sich über den gesamten Kontinent erstrecken und an genau der Stelle zusammenzulaufen scheinen, die als Öffnung zur inneren Erde identifiziert wurde. Und dann ist da noch der beunruhigende Teil dieser Legende, dass Hitler und viele seiner Schergen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs aus Deutschland in das Erdinnere der Antarktis geflohen sind. Denn erst nach dem Krieg stellten die Alliierten fest, dass mehr als 2000 Wissenschaftler aus Deutschland und Italien sowie fast 1 Million Menschen verschwunden waren. Laut der Hollow Earth Research Society in Kanada lebt diese gesamte Kultur immer noch dort. Natürlich waren sie nicht alle Nazis, aber für diejenigen, die sich abscheulicher Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, wird eine höhere Macht Gerechtigkeit üben müssen. Keine Untersuchung der inneren Erde ist vollständig, ohne die einzigartige Geschichte, die der bahnbrechende amerikanische Flieger Admiral Richard Byrd Jr. erzählt, der zahlreiche Expeditionen zu beiden Polen leitete und detaillierte Protokolle über seine Reisen schrieb. Was an Byrds Geschichte jedoch auffällt, war das persönliche Tagebuch, das sein Sohn nach seinem Tod veröffentlichte. In diesem Dokument gibt er lebendige Details über seine Expedition zum Nordpol im Jahr 1947, wie geografische Anomalien, die er miterlebte und nicht verstehen konnte. Die Begegnung mit einem unbekannten Fluggerät, das die Kontrolle über sein Flugzeug übernahm und dann buchstäblich zu dessen Anführer gebracht wurde, dem Meister der Zivilisation der inneren Erde. Bevor Sie diese Geschichte abtun, ist es wichtig, den Mann zu verstehen, der sie geschrieben hat, und sein Verhalten zu Lebzeiten zu untersuchen. Richard Byrd war einer der hochrangigsten Offiziere der Militärgeschichte, darunter die Medal of Honor, die höchste Tapferkeitsmedaille der Vereinigten Staaten. Er kämpfte in beiden Weltkriegen für die Alliierten und leitete nach dem Zweiten Weltkrieg zwei große Militärexpeditionen in die Antarktis. Er war ein effizienter und prägnanter Anführer, und bei jeder Reise, die er unternahm, führte er detaillierte Protokolle über die Fakten. Er war kein Dichter oder Geschichtenerzähler. Die Vorstellung, dass ein Mann dieses Ranges und dieser Statur Geschichten erfinden würde, ist unvorstellbar. Sie müssen Byrd nur in seinen Dokumentarfilmen sehen oder seine Schriften lesen, um sich davon zu überzeugen, dass er bestrebt war, mit Integrität zu leben, dass er die Verantwortung seiner Worte und Entscheidungen für das Leben derer, die ihm und der Nation, der er diente, unterstellt war, verstanden hat. Als Byrd von seinen Reisen zurückkehrte und 1954 in The Longines Chronoscope live im Fernsehen interviewt wurde, waren und sind seine übertriebenen Aussagen etwas verwirrend und mysteriös. Er sagte Dinge wie: „Ich möchte das Land jenseits des Pols sehen." Nun, er sagte nicht zu, herum oder in der Nähe. Er nannte es das Land des ewigen Geheimnisses, den friedlichsten Ort der Welt und ein riesiges neues Territorium, das auf keiner Karte verzeichnet ist. Er sagte, es sei ein Gebiet so groß wie die USA, das noch nie von einem Menschen gesehen worden sei und der wertvollste und wichtigste Ort der Welt für die Wissenschaft. Vor einer weiteren Expedition sagte er: „Dies ist die wichtigste Expedition in der Geschichte der Welt." Und das, was er am häufigsten wiederholte, war: „Es ist das Zentrum des großen Unbekannten." Dies ist rätselhaft, wenn man bedenkt, dass er sich entweder auf eine große Eismasse oder eine mit Eis bedeckte Landmasse bezieht. Selbst wenn er von der militärischen Bedeutung dieses Ortes sprach, ihn friedlich und rätselhaft zu nennen, sind kaum die Worte eines strategischen Militäroffiziers. Daraus müssen wir schließen, dass er als einer der ranghöchsten Militärführer der Nation ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet war. Diese Aussagen werfen die Frage auf, ob Byrd sein Gelübde zur Geheimhaltung für die nationale Sicherheit aufrechterhalten hat, während er gerade ehrlich genug war, um Informationen zu teilen, die es ihm ermöglichen würden, sich an seine Grundsätze der Integrität zu halten.
Im Februar 1947 gab Byrd, der einzige Mann, der am meisten dazu beigetragen hat, um den Nordpol zu einem bekannten Gebiet zu machen, die folgende Aussage ab: Ich würde gern das Land jenseits des Pols sehen, das Zentrum des großen Unbekannten. Millionen von Menschen haben diese Aussage in ihren Zeitungen gelesen oder im Radio gehört. Haben sie sich ihre Globen angesehen? Von welchem Land sprach er? Wenn sie sich die Karte ansehen, berechnen sie die Entfernung von allen bekannten Ländern in der Nähe und keines davon ist weniger als rund 300 Kilometer vom Pol entfernt. Tatsächlich nannte Byrd es selbst unbekanntes Land und sagte, dass er nach rund 2700 Kilometern das Ende noch nicht erreicht habe. Er hätte zurück in der Zivilisation sein sollen, oder? Aber er war es nicht. Er hätte nichts als eisbedeckten Ozean oder höchstens teilweise offenen Ozean sehen sollen. Stattdessen flog er über grüne, üppige Gebiete, einschließlich Seen und Berge. Es wurde bereits veröffentlicht, dass er zwei unbekannte Landgebiete mit einem Durchmesser von rund 6400 Kilometern entdeckt hatte. Und doch verschwand seine Geschichte, anstatt Berühmtheit wie Christoph Kolumbus zu erlangen. Versuchte Byrd zu sagen, was er wusste, ohne es direkt preiszugeben? Hat jemand aufgepasst? Um diese Verwirrung noch zu verstärken, schrieb der Herausgeber des Flying Saucer Magazine, Ray Palmer, 1956 eine ausführliche Geschichte über Byrds Entdeckungen. Als die Ausgabe in Druck ging, verschwand sie jedoch offenbar auf mysteriöse Weise. Und seltsamerweise wurden die Druckplatten stark beschädigt aufgefunden, sodass ein Nachdruck nicht möglich war. Einige andere interessante, unbestreitbare Tatsachen über die Zeit waren, dass bis zu diesem Zeitpunkt einige Bücher darüber veröffentlicht worden waren, dass der Nordpol Eingänge in die Erde hatte. Eine andere Sache war, dass Byrd beschuldigt wurde, gelogen zu haben, um Anerkennung dafür zu erhalten, dass er der erste Mensch am Nordpol war. Eine Anschuldigung, die mit einem Mann seines Charakters etwas unvereinbar zu sein scheint. Eine andere Sache, die Byrd mitteilte, war, dass die Pole konkav sind, nicht konvex wie gedacht, und dass der Südpol rund 3000 Meter hoch ist, während der Nordpol 3000 Meter tief ist. Es war gut dokumentiert, dass es einen großen Temperaturanstieg gab, als er sich dem Pol näherte. Aber eines der größten Mysterien im Zusammenhang mit Byrd könnte sich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Operation High Jump ereignet haben. Während damals gesagt wurde, es handele sich um eine Expedition in die Antarktis, um Kohle und andere Ressourcen zu finden, änderte sich später diese Geschichte in Ausbildung von Militärpersonal und Einrichtung einer Forschungsbasis. In der Zwischenzeit kommen sie nicht umhin, sich zu fragen, warum beide Missionen, 33 Flugzeuge, 13 Marineschiffe und fast 5000 Soldaten erfordern würden und auf mysteriöse Weise zum Verlust von Menschenleben führen würden. Lecks enthüllten später, dass die wahre Mission darin bestand, die vermissten Naziführer aus ihrer Zuflucht in der Antarktis zu holen. Aber Byrd brach die 8-monatige Mission ab, nachdem die chilenische Presse von Schwierigkeiten mit vielen Todesopfern berichtet hatte, obwohl das Ereignis in den USA deutlich heruntergespielt wurde. Nach einer vom Militär unterstützten Evakuierung kehrte die Truppe zurück. Ihre Geschichten wurden sofort als streng geheim eingestuft, aber unvermeidliche Lecks enthüllten, dass es Angriffe von hochentwickelten untertassenförmigen Luftschiffen gab. Der Chef der Marine, zu diesem Zeitpunkt der Verteidigungsminister James Forrestal, begann zu reden. Präsident Truman zwang ihn zum Rücktritt und er wurde bald darauf in die psychiatrische Abteilung des Bethesda Naval Hospital gebracht, wo er daran gehindert wurde, jemanden zu sehen oder zu sprechen, einschließlich seiner eigenen Frau. Als dieser hochrangige Mann tot aufgefunden wurde, wurde dies natürlich als Selbstmord gewertet. Fall abgeschlossen. Eine weitere seltsame Sache ist, dass Byrd 1947 nach dem plötzlichen Ende seiner Militärexpedition mit einem Reporter,
der chilenischen Zeitung El Mercurio sprach und ihm sagte, dass er niemanden übermäßig erschrecken wolle, aber dass es eine bittere Realität sei, dass im Falle eines neuen Krieges die kontinentalen USA von Flugobjekten angegriffen würden, die mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen könnten. Hier kommt Byrds posthumes Tagebuch ins Spiel. Obwohl er treu schwieg, wenn auch mysteriös, veröffentlichte sein Sohn kurz nach seinem Tod sein Tagebuch, um einen ganz anderen Bericht zu enthüllen als das, was der Öffentlichkeit erzählt worden war. Es begann so: Ich muss dieses Tagebuch im Geheimen, im Dunkeln schreiben. Es betrifft meinen Arktisflug am 19. Februar des Jahres 1947. Es kommt eine Zeit, in der die Vernunft der Menschen in die Bedeutungslosigkeit verblassen muss und man die Unverfügbarkeit der Wahrheit akzeptieren muss. Mir steht es nicht frei, die folgende Dokumentation zum jetzigen Zeitpunkt offenzulegen. Vielleicht wird sie niemals das Licht der öffentlichen Prüfung erblicken, aber ich muss hier meiner Pflicht nachkommen, damit alle sie eines Tages lesen können. Hoffentlich wird die Gier und Ausbeutung eines Teils der Menschheit die Wahrheit nicht länger unterdrücken. Byrd enthüllte dann weiter ein Bild, das wir uns in diesem Tagebuch nicht vorgestellt hatten. Er sagte, dass er auf dieser Reise rund 2700 Kilometer zurückgelegt habe und er war so überrascht, als das Eis unten üppigen grünen Wäldern, Seen, Flüssen und Bergen Platz machte. Er sah tierisches Leben und stellte zu seiner Bestürzung fest, dass er auf ein großes Mammut blickte, das denen ähnelte, die jetzt ausgestorben waren. Er bemerkte, dass alles eine einzigartige und unerklärliche Farbe hatte und plötzlich stellte er schockiert fest, dass neben ihm eine Art Raumfahrzeug flog. Sie eskortierten ihn und er sah eine ganze Stadt und wurde sicher gelandet, obwohl er keine Kontrolle über sein Flugzeug hatte. Dort angekommen, wurde er von Zivilisten freundlich begrüßt und sie nannten diesen Ort Agartha. Byrds Bestürzung bei der Ankunft ist deutlich. Er und seine Crew wurden dann zu einem Treffen mit dem Herrscher von Agartha gebracht, dem Meister, den er als zart und uralt beschrieb. Ihnen wurde gesagt, dass sie trotz dieser unsichtbaren Barrieren wegen seines hohen moralischen und ethischen Charakters einreisen durften. Der Herrscher fuhr fort, dass ihre Gattung, seit die USA Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hätten, sehr besorgt um die Sicherheit der Menschen und das Überleben des Planeten gewesen sei. Als sie jedoch eingriffen, war ihr Schiff von unseren Militärs angegriffen worden und Byrd wurde gebeten, diese Botschaft und Warnung an die Zivilisation weiterzugeben. Ihre Gastgeber führten sie dann zu ihrer Ebene und zurück in die Außenwelt. Abschließend sagte Byrd, er habe das Pentagon über seine Botschaft des Meisters informiert, sei intensiv von Top-Sicherheitskräften und einem medizinischen Team interviewt worden, um im Namen der Menschheit über alles zu schweigen, was er erfahren habe. Unglaublich ist alles, was er dazu sagen kann. Er schlussfolgerte, ich werde daran erinnert, dass ich ein Soldat bin und Befehlen gehorchen muss. 10 Jahre später schrieb er einen letzten Eintrag. Die letzten paar Jahre, die seit 1947 vergangen sind, waren nicht freundlich. Ich muss sagen, dass ich diese Angelegenheit all die Jahre treu geheim gehalten habe, wie es angeordnet wurde. Es war völlig gegen meine Werte über moralisches Recht. Nun, ich scheine zu spüren, dass die lange Nacht herannaht und dieses Geheimnis nicht mehr mit mir sterben wird. Aber wie alle Wahrheit wird sie triumphieren. Dies kann die einzige Hoffnung für die Menschheit sein. Ich habe die Wahrheit gesehen und sie hat meinen Geist belebt und mich befreit. Ich habe meine Pflicht gegenüber dem monströsen, militärisch-industriellen Komplex erfüllt. Jetzt beginnt die lange Nacht näher zu kommen. Aber sie wird kein Ende nehmen. So wie die lange Nacht der Arktis endet der strahlende Sonnenschein der Wahrheit. Er wird wiederkommen und diejenigen, die der Dunkelheit angehören, werden in ihr Licht fallen. Denn ich habe dieses Land jenseits des Pols gesehen, dieses Zentrum des großen Unbekannten. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine außergewöhnliche Geschichte von einem außergewöhnlichen Mann ist. Würde Byrds eigener Sohn falsche Informationen veröffentlichen, die seinen geliebten Vater diffamieren würden? Oder hat Byrd selbst diese ganze Geschichte verfälscht
um einen grausamen Witz über sein Leben und sein Vermächtnis zu machen? Ob sie diese Geschichte glauben oder nicht, sein Einfluss, seine moralische Statur und seine Tapferkeit können kaum bestritten werden. Der esoterische tibetische Lehrer Jewal Kul oder DK leitete zu Lebzeiten Informationen von seinem Aufenthaltsort in Tibet an Alice Bailey in den Vereinigten Staaten weiter, die er später persönlich traf. Selbst nach seinem Tod erhielt Bailey weiterhin Informationen von diesem erleuchteten spirituellen Lehrer, der Bote, der Meister genannt wird und sich dem Weltdienst für die Heilung der Menschheit verschrieben hat. DK bestätigte, dass Bird tatsächlich zur inneren Erde gereist ist, wie er behauptete, dass es dort eine Sonne gibt, aber nicht wie unsere äußere Sonne. Er sagte, die Aurora Borealis sei nicht dadurch verursacht worden, sondern durch eine andere Lichtquelle. Und die Öffnungen der Pole seien sehr weit und Schiffe und Flugzeuge könnten hineinfliegen. Das noch unbekannte Energiefeld wird es jedoch tarnen und auf natürliche Weise schützen. Er bestätigte, dass es in Ägypten, Tibet und Yucatan Zugänge zur inneren Erde gebe und fügte hinzu, dass es im Bermuda-Dreieck, in der Sowjetunion und in Afrika weitere Zugänge gäbe. Er sagte, dass es in der inneren Erde, genauso wie auf der Oberfläche, verschiedene Spezies gab und einige von ihnen ziemlich groß. Er bestätigte auch, dass die US-Regierung und andere Länder sich der inneren Erde bewusst sind und die Tatsache vertuschen, dass es sich um UFOs und Außerirdische handelt. Ein anderer Mann, Dallas Thompson, trat bei Coast to Coast Radio auf. Er war ein Personal Trainer in Kalifornien, der während einer außerkörperlichen Nahtoderfahrung Offenbarungen der inneren Erde erhalten hatte. Nach seiner Genesung wurde er ein begeisterter Forscher mit der Absicht, das Loch zu finden und zu bereisen, das Bird am Nordpol betreten haben soll. Im Jahr 2003 verschwand er jedoch nach monatelanger Planung auf mysteriöse Weise. Schließlich hat der bemerkenswerteste Whistleblower des geheimen Weltraumprogramms, Corey Good, konsistente und ausführliche Details über die innere Erde gegeben. Zu seinen Behauptungen gehört, dass derzeit eine riesige Bevölkerung in der Antarktis lebt und dass die Vereinigten Staaten nicht die einzige Nation sind, die unterirdische Basen geschaffen hat, die von Tausenden von Menschen bewohnt werden. Corey Good hat mitgeteilt, dass die Mayas nicht besiegt wurden, sondern sich tatsächlich in die innere Erde zurückgezogen haben. Er behauptet, dass die Maya Kunsthandwerk besitzen, das aus Stein zu bestehen scheint, aber sie sehen aus wie lange Zigarren, zylindrisch geformt. Goods Beschreibung des Maya-Flugzeugs ist dieser nicht unähnlich, die nicht vor allzu langer Zeit aus einer fernen Galaxie in unser Sonnensystem eingedrungen ist und seitdem als schneller werdend aufgezeichnet wurde. Er bemerkt auch, dass es viele Leute gibt, die das channeln, was sie für Plejadier halten, aber das sind tatsächlich Wesen der inneren Erde, die ihren Standort schützen, indem sie behaupten, außerhalb des Planeten zu sein. Good sagte auch, dass die Offenlegung ein erderschütterndes Ereignis sein wird, aber ein notwendiges, und er fleht alle an, die Erde als ein mütterliches, lebendiges Wesen zu sehen und lädt uns ein, eine tiefere Beziehung zu unserem Planeten zu suchen. In unserem Streben nach Macht, Ressourcen und Kontrolle werden wir unverbunden und unparteiisch gegenüber den Auswirkungen, die unsere Entscheidungen auf das Gleichgewicht der Natur haben. Abschließend möchte ich sagen, dass Sie diese Geschichten vielleicht nur als Legenden wahrnehmen. Sie sind einfach zu fantastisch, um wahr zu sein. Aber lassen Sie uns für einen Moment innehalten und andere Geschichten beginnen mehr Sinn zu ergeben. Die Erklärung der seltsamen magnetischen Anomalien der Erde und ihrer Schattenzonen. Es erklärt die tausenden mysteriösen Raumfahrzeuge, einschließlich der vielen, die beim Abschalten von Atomwaffen beobachtet wurden, dass sie direkt unter unseren Füßen sein könnten und nicht von einem entfernten Ort im Weltraum kommen. Es erklärt die Besessenheit von der Antarktis und die vollständige Leugnung aller nicht identifizierten Flugobjekte durch die Regierungen. Es erklärt das Weglassen der Pole in den Satellitenbildern, die Gesetze, die es einem verbieten, darüber zu fliegen. Es erklärt das Verschwinden hunderttausender Deutscher am Ende des Zweiten Weltkriegs und sogar das Überleben der Menschheit während der, laut Maya-Kalender, vier Erdkatastrophen.
Die Erde hat viele Geheimnisse. Und Sie müssen nur die Serie Planet Earth einschalten, um zu staunen, wie wenig wir aus unserer Perspektive wissen. Denken Sie schließlich daran, dass die Menschheit noch vor ein paar hundert Jahren glaubte, sie würde vom Ende des Planeten stürzen, wenn sie zu weit davon segeln. Die Erforschung der Wissenschaft und der Geschichten über die hohle Erde hat weitaus mehr Informationen ergeben, als wir in diesem Video möglicherweise teilen könnten. Aber wir hoffen, dass Sie das Thema weiterhin selbst untersuchen werden. Um es mit den Worten von Richard Feynman, dem berühmten Physiker der Quantenmechanik, zu sagen, wenn Sie dachten, die Wissenschaft sei sicher, nun, das ist nur ein Irrtum Ihrerseits. Vielen Dank fürs Zuschauen und klicken Sie auf Gefällt mir, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Abonnieren Sie auch gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.